Moin aus Mecklenburg-Vorpommern und herzlich willkommen im Landkreis Vorpommern-Rügen. Wir haben uns diesmal auf den Weg in das kleine Städtchen Barth gemacht. Ziel ist der Wohnmobilstellplatz am Yachthafen von Barth. Wir haben den Yachthafen von Barth hier schon erreicht. Vorne bei der Einfahrt seht ihr gleich den Barther Yachtservice. Im Shop könnt ihr euch vor der Einfahrt in den Hafen anmelden. Das Team vom Yachthafen informiert euch über alles Wichtige und hier bekommt ihr auch eine Servicekarte, die euch Tür und Tor öffnet. Uns öffnet zunächst mal der nette Hafenmeister das Tor. Und es geht ein Stück durch den Hafenbereich Richtung Stellplatz. Wir sind auf der Rückreise einer kleinen Tour durch Mecklenburg-Vorpommern. Videos von unseren Stationen in Rährig, Stralsund und Lauterbach auf der Insel Rügen findet ihr bereits auf unserem Kanal. Wenn euch das interessiert, schaut da gerne einmal rein. Der Stellplatz hier am Yachthafen ist sehr großzügig bemessen. Die Stellplätze in der ersten Reihe waren soweit alle bereits belegt und somit konnten wir uns die allerschönste Stellfläche in der zweiten Reihe aussuchen und wir hatten Platz ohne Ende. Das kleine Städtchen mit seinen rund 9000 Einwohnern liegt toll am Wasser. Der Stadthafen am Südufer des Barther Boddens befindet sich unmittelbar vor den Toren der historischen Stadt. Der Hafenbereich wurde 1990 aufwendig ausgebaut. Der Sportboothafen gilt als eine der modernsten Marinas an der Ostsee. Neben einigen gastronomischen Betrieben laden auch Strandkörbe zum Verweilen ein. Von hier aus könnt ihr übrigens auch mit dem Schiff zu einem Ausflug auf die Insel Hiddensee starten und täglich von April bis Oktober mehrfach am Tag über den Barther Bodden nach Zingst schippern. Tickets und alle Infos zu den Abfahrtszeiten bekommt ihr direkt hier am Hafen. Kulinarisch darf der Räucherfisch und ganz besonders das Fischbrötchen nicht fehlen. Beides bekommt ihr hier am Hafen natürlich auch. Wir setzen uns nochmal auf unsere Räder und machen eine kleine Tour durch das Örtchen. Wir kommen am Rathaus von Barth vorbei und erreichen schließlich den Fangelturm, der im 16. Jahrhundert errichtet wurde. Er fand seinen Einsatz wohl mal als Beobachtungs- und Verteidigungsturm. Bei unserem Aufenthalt konnte man den Turm nicht besichtigen. Zu besonderen Anlässen soll eine Besichtigung und Besteigung aber möglich sein. Durch kleine Gassen geht es weiter zum Dammtor. Das Dammtor ist das einzig erhalten gebliebene von ursprünglich 4 Stadttoren. Es wurde Mitte des 14. Jahrhunderts erbaut und ist mit einer Höhe von 35 Metern eines der bedeutendsten Baudenkmäler der Stadt. Im Hintergrund sieht man schon die Marienkirche von Barth. Der Bau des imposanten Backsteingebäudes begann um 1300. Der 80 Meter hohe Kirchturm ist schon von weit her zu sehen und prägt das Bild des Städtchens. Warum wir es versäumt haben, den Kirchturm zu besteigen, wissen wir bis heute nicht. Wenn ihr hier seid, steigt unbedingt mal rauf. Man soll eine tolle Aussicht über Barth, auf den Bodden und die Halbinsel Fischland das Zingst haben.
Auf dem Marktplatz von Barth, der nur unweit der Marienkirche ist, findet jeden Mittwoch ein Wochenmarkt statt. Einen Kaffee oder ein leckeres Eis am Brunnen gibt's auch an den anderen Tagen. Um die Vineta-Stadt Barth und das sagenumwobene Vineta geht es im gleichnamigen Vineta-Museum, das ihr auch im Zentrum findet. Ein Link zur Homepage mit allem Wichtigen zum Museum gibt's in der Videobeschreibung. Wir sind zurück auf dem nicht ganz so sagenumwobenen Wohnmobilstellplatz. Der Stellplatz hier am Yachthafen von Barth bietet Platz für rund 50 Mobile. Die Stellflächen sind Rasenflächen bzw. auch Schotterrasen. Eine Parzellierung gibt es hier nicht. Jeder kann sich so stellen, dass man selber und auch der Nachbar, wenn man denn einen hat, genügend Platz hat. Die Stellflächen sind schattenfrei. Stromanschlüsse sind ausreichend vorhanden. Wer etwas weiter hinten steht, benötigt eventuell ein etwas längeres Kabel. Man hat einen schönen Blick auf den Yachthafen. Der Stadthafen, den wir euch ja vorhin schon kurz im Video gezeigt haben, ist wie die Ortschaft nur einige hundert Meter entfernt. Anreisen könnt ihr zu den Öffnungszeiten des Shops zwischen 8 und 18 Uhr. Den Abreisetag könnt ihr noch komplett nutzen. Die Abreise muss erst bis 18 Uhr erfolgen. Die sanitären Anlagen des Yachtclubs können von uns Campern mitgenutzt werden. Die Servicekarte, die ihr bei der Anmeldung erhalten habt, öffnet euch die Tür. Zum Zapfen von Frischwasser und zur Nutzung der heißen Dusche könnt ihr euch etwas Guthaben auf die Karte laden lassen. Die sanitären Anlagen waren bei unserem Besuch sauber und ordentlich und sind als Einzelbäder mit Dusche, Waschbecken und Toilette eingerichtet. Die Stellplatzgebühr richtet sich nach der Fahrzeuglänge und beginnt ab 16 Euro. Inklusive ist der Strom, die Entsorgung, das WLAN, die Nutzung der Toiletten und eure Vierbeiner. Ihr könnt hier auch Waschmaschine und Trockner nutzen. Die Entsorgungsstation ist großzügig bemessen und auch für größere Fahrzeuge gut geeignet. Den Link zur Homepage vom Yachthafen mit der aktuell gültigen Preisliste findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Den Abend lassen wir gemütlich im Wohnmobil ausklingen. Auf Wunsch einer einzelnen Camperin gibt's Pasta mit grünem Spargel. Und ein paar Gambas dürfen natürlich auch nicht fehlen. Die noch nicht ganz fertige Pasta geben wir direkt in die Pfanne. Etwas passierte Tomaten dazu und dem Ganzen noch etwas Zeit geben. Wir genießen ein lecker Tellerchen Nudeln und freuen uns auf den nächsten Tag. Am nächsten Morgen starten wir zeitig. Wir wollen, bevor wir uns auf die Rückreise nach Ostfriesland machen müssen, noch mit den Rädern nach Zingst. Das geht von Barth aus super. Es geht ein Stück aus der Ortschaft raus, einmal über die Straße und dann auf tollen Fahrradwegen Richtung Zingst. Von Barth bis Zingst sind es ca. 14 Kilometer auf einer wirklich schönen Fahrradstrecke. Man kann sich, wie vorhin schon erwähnt, aber auch bequem mit dem Schiff nach Zingst bringen lassen. Bei Bresewitz geht es über den Meiningenstrom. Er verbindet den Zingster Strom mit dem Bodstedter Bodden. Die alte Meiningenbrücke ist gesperrt. Der Verkehr fließt über eine Behelfsbrücke.
Wir erreichen nach einer gemütlichen Fahrt schließlich Zingst, fahren ein wenig um den Ort herum und machen natürlich Halt am wunderschönen langen Sandstrand von Zingst. Auch wenn es frisch ist und eine steife Brise geht, ist es einfach nur wunderschön. Immer weiter am Strand entlang erreichen wir schließlich auch das Ortszentrum von Zingst mit der Seebrücke. Hier wird unter anderem auch Kunst am Strand geboten. Am Ende der 270 Meter langen Seebrücke befindet sich die Tauchgondel von Zingst. Wer schon immer mal in die Ostsee abtauchen wollte, kann das hier machen. Auf einem rund 30-minütigen Tauchgang geht es gut 4 Meter in die Tiefe. Und man kann, je nach Sichtverhältnissen, die Pflanzen- und Tierwelt aus der Nähe sehen. Einkehrmöglichkeiten gibt es natürlich viele hier und Zingst bietet für jeden Geschmack etwas. Nach unserem Geschmack ist auf jeden Fall der Strand und wir genießen noch einige schöne Momente. Uns hat der spontane und leider zu kurze Aufenthalt in Bad am Yachthafen und die Tour nach Zingst super gefallen. Vielleicht ist das ja auch mal ein Ziel für euch. Wenn ihr auch bei unseren nächsten Touren wieder dabei sein wollt, würden wir uns sehr freuen. Mit einem Abo, das wie immer nichts kostet, verpasst ihr keines der neuen Videos. Wenn euch dieses Video gefallen hat, sagen wir herzlichen Dank für euren Daumen nach oben. Tschüss aus Mecklenburg-Vorpommern, tschüss aus Bad, bis zum nächsten Mal.